Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ja, und heute geht es wieder um den wöchentlichen Loot und wir beginnen gleich mal mit meinem ersten Charakter, mein Titan. Da habe ich im Demon Strike bekommen den vierten Reiter. Bei Arthion habe ich bekommen das Schiff, Arthions Epilog und drei Aszendenten Energie. Bei den Hexen von Crota habe ich bekommen zwei Leuchtbruchstücke und bei Crota selbst habe ich bekommen zwei Leuchtbruchstücke. So, und jetzt wechseln wir zu meinem Jäger. Bei meinem Jäger habe ich bekommen im Dämmung Strike Mida Multiwerkzeug. Bei Arthion selbst habe ich bekommen das Schiff, den Helm für den Jäger und drei Aszendenten Energie. Bei den Hexen von Crota habe ich bekommen Drachenarten, den Umhang für den Jäger und zwei Leuchtenergie. Und bei Crota selbst habe ich bekommen den Sparrow, Ioids Reißzahn, sechs Leuchtenergie und drei Leuchtbruchstücke. So, und jetzt wechseln wir zu meinem Drittcharakter, meinem Warlock. Dort habe ich bekommen im Demon Strike Schädel des schrecklichen Aramkara. Cool, den Helm hatte ich noch nicht, werde ich sicher ausprobieren. Bei Arthion habe ich bekommen das Schiff, den Helm für den Warlock und die Vision der Confluence. Bei den Hexen von Crota habe ich bekommen Donnerlord und zwei Leuchtenergie. Und bei Crota selbst habe ich dann wieder Donnerlord bekommen, das Schiff und drei Leuchtbruchstücke. Ach ja, bevor ich es vergesse, schreibt mir bitte runter in die Kommentare ein paar Fragen für mein 1000 Abo Special. Es würde mich freuen, wenn ein paar mehr Fragen zusammenkommen, die ich beantworten kann in einem Video. So, das war's auch schon wieder mit dem Video von mir. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert für mehr Destiny Videos. Danke, ciao und tschüss, euer Shazix.